Hier ist Wettbrötchen. Halal, vegan und gut bekömmlich. Viel Spaß. So Leute, denkt dran, das hier ist eine Erwachsenenveranstaltung. Zuhören und mitmachen erst ab 18 und ihr wisst, Sportwetten können süchtig machen. Wenn ihr das Gefühl habt, ihr braucht Hilfe, dann geht zu buwei.de. Den Link findet ihr auch immer in den Shownotes. Am Samstag schließt die Bundesliga-Saison 23/24 ihre Pforten. Der 34. Spieltag steht vor der Tür. Am Sonntag folgt die zweite Liga und die meisten Entscheidungen sind schon gefallen, aber noch nicht alle. Hier ist das Wettbrötchen zum letzten Spieltag der DFL. Hallo, liebe Freunde. Und hallo, Hadi. Salam alaikum. Hallo, hallo. What's up, what's up, what's up? Und hallo, Basti. Gute und Grüße, habe ich mir jetzt von Enzo wiedergeholt. Sehr gut. Hervorragend. Ja, ich hab's gesagt, die meisten Entscheidungen sind gefallen. Wir wissen, wer Meister ist. Wir wissen so gut wie, wer Champions League spielt. Vielleicht kommt noch da ein Plus drauf und vielleicht auch nicht. Wir wissen in der zweiten Liga, wer aufsteigt. Wir wissen, wer Relegation spielt. In der ersten Liga noch nicht so ganz. Und das zögert sich jetzt seit ein paar Wochen hinaus, dass es immer noch keine Katharsis gibt. Und am Samstag, also am letzten Samstag, sah es ja dann bis zur 88. Minute so aus, als hätte ich wenigstens irgendwann Sicherheit. Nicht, dass ich mich drüber gefreut hätte, aber es sah wenigstens so aus, als hätte ich Sicherheit. Und dann passiert wieder was, was man nicht erklären kann. Und es ist wieder aufgeschoben, die Entscheidung um den Abstieg und um den Relegationsplatz. Wir haben noch vier Mannschaften in der Verlosung. Bochum im Moment mit den besten Karten, 33 Punkte. Dahinter Mainz, 32 Punkte. Mit einem deutlichen Sieg gegen den Ballspielverein Borussia 09 aus Dortmund. Dann Union, die, wie gesagt, ein bisschen blöd waren in Köln-Müngersdorf. 30 Punkte, minus 26 Tore. Und dann kommt der FC auf Platz 17, 27 Punkte, minus 29 Tore. Die Voraussetzungen sind relativ klar. Wir müssen gewinnen in Heidenheim. Union muss verlieren. Und das beides möglichst hoch. Dann gibt's noch eine Chance, dass der erste Fußballclub Köln, der vormals ruhm- und glorreiche erste Fußballclub Köln, in die Relegation gegen Fortuna Düsseldorf kommt, worauf sich das gesamte Rheinland freuen würde. Ich bin mir sehr, sehr sicher. Aber jetzt die Frage an euch. Glaubt ihr dran? Ihr habt mir in den letzten Wochen, in den letzten 3-4 Wochen, habt ihr mir ja immer in unserem kleinen Stuhlkreis hier über den Kopf getätschelt und hab gesagt, komm Axel, jetzt noch eine Chance und noch eine Chance und es wird schon irgendwann wird's gut. Jetzt kommt sowas halt und wir haben halt noch eine Chance, aber ich weiß nicht, wohin mit meinen Gefühlen. Ich bin sehr indifferent, was ich hoffen, glauben und denken soll am Samstag. Was sagt ihr? Ich will erstmal wissen, wie das war, weil du hast es schon gesagt, also der Spielstand war ja ziemlich schnell, ziemlich deutlich und dann habe ich gedacht, gut, was wird jetzt mit Axel passieren, aber im Endeffekt nochmal, also es hätte dich ja jetzt nicht aus dem Nichts getroffen und dann wär's vorbei gewesen. Nee, eben, genau, also ich war eigentlich sogar relativ entspannt, muss ich sagen, es war halt ehrlich gesagt so, wie ich es so ein bisschen erwartet habe, dass wir uns halt unglaublich schwer tun und Union nicht viele Chancen braucht, um dann die Tore zu machen. Ich weiß halt immer noch nicht, ob dieser Elfmeter, der zum 2:0 geführt hat, für mich ein Elfmeter ist. Ich weiß es nicht. Aytekin hat es dann erklärt und hat halt gesagt, es ist halt laut Regel einfach ein Elfmeter, weil die Hand
überm Kopf ist, jo, aber der Alidu springt halt hoch. Ne? Also er holt ja aus mit den Armen, springt hoch und der Ball wird ihm aus 50 Zentimetern im Rücken, ohne dass er es sieht, an den Arm geköpft. Ich weiß es halt nicht, keine Ahnung, aber beschweren kann man sich wahrscheinlich drüber nicht. Ich find's nur, ja, es ist immer noch schwierig. Und dann steht's halt 2-0 und du denkst halt, ja gut, ich meine, wir wissen ja, wie viele Tore wir geschossen haben, ne? Wir hatten vor dem Spiel 24 Tore geschossen. Und wir müssen das Spiel gewinnen. Das heißt, die Wahrscheinlichkeit, dass der FC gegen Union Berlin 3 Tore schießt in 70 Minuten, die ist nicht so riesengroß. Also habe ich mich irgendwie natürlich in diesen Modus begeben, dass ich gesagt habe, ja gut, wir wissen es halt. Und wie du gesagt hast, jetzt ist es dann halt auch vorbei. Da müssen wir uns jetzt auch nicht mehr drüber aufregen. Ne? Und ja, dann kommt dieser Bullshit von Khedira, der uns dann in der 43. oder 44. Minute wieder zurückholt, wo du halt denkst, ja, was machst du denn da gegen Hübers? Und wir machen das Anschlusstor. Und die zweite Halbzeit war halt echt merkwürdig, weil ich hatte nicht das Gefühl, dass ich da einer Mannschaft zusehe, also beim FC, die sich über den Ernst der Lage irgendwie bewusst ist, die halt wirklich mit allem, was geht, nach vorne spielt, die halt sagt, es ist unsere letzte Chance, wir müssen Tore schießen, wir müssen Tore schießen, wir müssen Tore schießen. Dieses Gefühl hatte ich gar nicht. Es gab halt super viele lange Bälle, dann wurde im Mittelfeld dreimal quer gepasst, dann wurde auch immer wieder zu Schwäbe gepasst und du denkst halt, Leute, was macht ihr denn? Weiß ich nicht. Dann wird gewechselt, Stürmer für Stürmer. Ich kann doch nicht wahr sein, warum wechselt der denn Stürmer für Stürmer? In der Halbzeit haben wir Dominik Heinz gebracht. Was ich halt nicht verstanden habe, so, warum? So, dann bring doch einen Offensiven und bring jemand, der vielleicht auch ein bisschen Schnelligkeit mitbringt. Ich habe das alles nicht verstanden. Und dann die letzten 5 Minuten waren halt Mayhem. So. Und ganz ehrlich, das 3-2 war für mich wieder ein so großer VAR-Abfuck, weil ich mich nicht freuen konnte. Ich hatte nur Angst. Ich hatte nur Angst, dass da irgendwo noch ein Abseits ist. Ich stand da und habe einfach nur geguckt, was macht Aytekin. So ein Aytekin sagt erstmal Tor. Aber ich konnte mich nicht freuen. Ich hatte so ein Schiss, dass es Abseits war und dass da noch irgendwas aberkannt wird. Das hat mir dieses Tor, ja, ich konnte mich nicht freuen. Es war furchtbar. Um mich herum fliegt halt alles durch die Gegend und ich stehe da und denke, es kann nicht wahr sein, es kann nicht wahr sein. Das war bestimmt Abseits, das war bestimmt Abseits, das war bestimmt Abseits. Ah! Und als dann kein Abseits war, dann war halt, da bin ich praktisch in mich zusammengesackt. Seid ihr noch da oder spreche ich gerade gegen eine Wand? Ich wollte dich nicht unterbrechen und wusste nicht, wann du aufhörst. Ja, okay. Ja, aber hast du dich dann gefreut? Ja, klar. Ich hab mich unglaublich gefreut, weil es halt. Ja, aber das heißt ja eigentlich, dass doch noch Hoffnung in dir lebt, weil beim Dings war, als die Eintracht Europapokal gewonnen hat, habe ich mich über das 1-1 nicht gefreut. Weil ich habe da gesessen und habe gesagt, Leute, fuckt mich nicht ab. Ich war gerade schon in der Verarbeitungsphase. Ich will jetzt nicht nochmal Hoffnung haben. Keine Lust. Lass mich in Ruhe. So, verliert jetzt einfach bitte dieses Spiel. Das war in dem Moment nur dieser Modus. Natürlich war es gut, dass sie den Ausgleich gemacht haben. Aber so ein bisschen war es ja dann so, wo du als FC-Fan denken kannst, Alter, jetzt kommt hier der nächste dubiose Arzt in den Raum und erzählt mir irgendeinen vom Krieg, Alter. Wir haben da noch was gefunden aus China. Also, das ist ganz wir neu. Wir haben ihnen ja noch gesagt, dass es schlecht aussieht, aber müssen wir mal. Dann stellst du dich schon drauf ein, verabschiedest dich von allen und dann kommt noch irgendeiner rein und sagt so, also eine Möglichkeit gibt's aber noch. Und du denkst hier so, Digga, Alter.
Lass das sein jetzt. Aber Hadi und ich haben dir ja die ganzen Wochen immer gesagt, so Endspiel, wer weiß, muss ja nur gewinnen. Und ich habe das ja, glaube ich, sogar auch getippt letzte Woche bei Vier Köpfe. Und ich glaube, ich habe letzte Woche ein bisschen losgelassen, gell? Mit der Hoffnung für den Axel. Ja, ja, du hast eigentlich aufgegeben. Ich habe aufgegeben, Woche. Ja. Aber umso geiler, dass es jetzt halt tatsächlich noch wirklich diese eine Möglichkeit gibt. Ehrlich und gesagt, so unmöglich ist sie auch nicht. So, ich habe es die ganzen Wochen gesagt, da hat es die ganze Zeit nicht gestimmt, aber der FC muss 2-0 gewinnen und Union Berlin muss 2-0 verlieren. Genau. Und ich glaube auch tatsächlich, nicht unmöglich. Nein, ist es auf gar keinen Fall. Vor allem, weil ich glaube auch, dass Köln, Mainz und Bochum, diese drei Mannschaften haben glaube ich, die beste Laune. Und ich glaube, bei Union, da ist wirklich gerade, ich meine, kurz vor Schluss noch den Trainer weggehauen und jetzt kommt Freiburg, Streichs letztes Bundesligaspiel. Ey, FC. Ne? Also, ich glaube tatsächlich, dass die Wahrscheinlichkeit nie so hoch war, den Klassenerhalt am 34. Spiel, beziehungsweise die Relegation am 34. Spieltag klar zu machen, wie es diese Saison ist, weil der FC in Heidenheim, bei Heidenheim ist alles durch und ich sag mal so, wenn der FC tatsächlich da mit 5.000 im Gästeblock steht und hinterm Stadion nochmal 5.000 stehen, Streich spielt in Berlin sein letztes Bundesligaspiel. Hey, let's go, Allah. Ja. Was sind diese Spiele? Ja. Ehrlich gesagt, 34. Spieltag, da ist meistens gutes Wetter und dann hat man 1000 Szenen im Kopf, wo solche Sachen genauso passiert sind, also auch unmögliche Sachen. Und der FC muss halt all in gehen, die dürfen da jetzt nicht irgendwie abwarten, sondern du musst halt probieren, Heidenheim wegzuhauen, ja. Was auch nicht einfach wird, weil für Heidenheim geht's ja theoretisch auch noch wahrscheinlich um wahrscheinliche Möglichkeiten in den Europapokal zu kommen. Ja, nur Platz 8 ist noch möglich. Ja, aber das ist, ich meinte ja, das könnte ja theoretisch noch. Das Lustige ist halt einfach, dass, erinnert ihr euch früher an diese Zusammenfassungen dann in der Sportschau oder sonst was, wie die das immer so zusammengebastelt haben, Tor dort und jetzt Tor dort. Ich habe richtig Bock auf diesen letzten Spieltag und ich bin schon extrem gehypt, vor allem, weil ich letzte Woche, wie Axel gerade gesagt hat, schon aufgegeben habe. Ich überlege halt, aber nach Heidenheim zu fahren am Samstag. Warum überlegst du? Ja, was gibt's da zu überlegen? Es gibt familiäre Widerstände. Die gibt es, seitdem ich zum Fußball gehe. Ja. Bei mir. Ja. Ja. Mit 15 habe ich gesagt, ich bin beim Julian. Schöne Grüße an Julian an der Stelle. War aber irgendwo 600 Kilometer entfernt. Ja. Gut, ich weiß nicht, ob ich das heute noch bringen kann, was ich halt sage. Nee, ich bin bei Malzi. Ja, ja, ich komme spät wieder. Und du konntest dann, von unserem Wohnzimmer. Und dann sieht man mich im Fernsehen. Ja, du konntest tatsächlich von unserem Wohnzimmer aus in den Wohnzimmer vom Julian konntest du reinlunzen. Mhm. Da hat man kein Hardy gesehen. Ja, ich überlege halt, weil es ist halt, ich hab am Samstag zu meinen Kumpels gesagt, so, es wäre halt für diese Bundesliga-Saison, die ja bizarr ist ohne Ende, wäre es halt das passende Finale, wenn sich der FC da noch rettet. Es würde diese komplette Bundesliga rund machen, die halt voll völlig irre war in dieser Saison. Und ich meine, Union, also am Freitagabend habe ich mich mit ein paar Unionern getroffen und die waren ziemlich zuversichtlich. Die meinten halt so, ja, wir haben den Trainer jetzt nochmal gewechselt und die Stimmung ist direkt eine komplett andere. Die Mannschaft ist super positiv und wir werden euch weghauen und ihr habt keine Chance. Und es sah ja dann nach 20 Minuten oder 25 Minuten auch so aus. Die haben ihre ersten zwei Torschüsse genutzt. Aber was sie dann gemacht haben, war halt einfach nichts anderes, als was sie die letzten 15 Spiele auch gemacht haben, nämlich gar nichts. Die haben versucht zu verwalten, aber das war auch kein guter Fußball, den Union gespielt hat. Und völlig ambitionslos, also da ging nichts mehr nach vorne
und da ging auch nichts mehr in irgendeiner kreativen Richtung, sondern die haben halt einfach gesagt, ja gut, wir führen 2-0, jetzt müssen wir hier 70 Minuten rumstehen. So sah das aus. Und das war nicht gut von Union. Ich bin mir halt nicht sicher, ob die so ein Spiel zu Hause am 34. Spieltag gegen Freiburg nochmal abliefern können. Das glaube ich halt nicht. Ich glaube, die werden sehr anders an dieses Spiel gegen Freiburg rangehen. Und ich kann Freiburg halt nicht einschätzen. Ich kann bei Freiburg halt nicht sagen, ob die jetzt nochmal für Christian Streich irgendwie 3 Kilometer extra laufen, weil das sein letztes Spiel ist. Das haben sie jetzt beim letzten Heimspiel, war es ja auch nicht so gut, was sie da gespielt haben, zu Hause gegen Heidenheim. Von daher, ich weiß es nicht. Ich kann es schlecht einschätzen. Aber die Sache ist, dass wir am 34. Spieltag bei 27 Punkten immer noch die theoretische Möglichkeit haben, die Klasse zu halten über die Relegation. Das ist ja schon Wahnsinn genug. Ja, eben. Alleine das ist, glaube ich, der Spirit, der jetzt da sein muss. Ich glaube, der ist auch da. Nicht so wahrscheinlich war, dass man da überhaupt noch mal eine Möglichkeit hat. Dann fliegt halt nach China und guckt euch das halt mal an. Mein Gott, Alter. Ja. Und vor allen Dingen zu verlieren haben wir gar nichts. Ja, und ich glaube, Christian Streich könnte trotzdem mal zu einem Faktor werden, weil er ja trotzdem jemand ist, der zumindest nach außen hin immer so sportsmännisch und fairplay-mäßig tut. Ja. Also er ist jetzt ein Trainer, wo ich ihm unterstellen würde, dass er dann sagt, ja okay Leute, wir müssen das hier schon ernst nehmen. Aber Frank Schmidt auch. Ja, das ist halt, glaube ich, der große Kicker, der es gegen den FC schlagen könnte. Weil Heidenheim ja, wie gesagt, diese Saison auch echt eine gute Saison spielt. So, warum sollten die jetzt plötzlich anfangen, Scheiße zu spielen? So, die haben ihren Punkt in Freiburg geholt. So, die spielen jetzt ihr letztes Bundesliga-Heimspiel zu Hause. Aber da ist der FC für verantwortlich. Der FC muss halt mit aller Macht das Spiel gewinnen wollen. Der FC muss halt völlig geisteskrank da auftreten, damit das irgendwie ausgeglichen wird. Und gleichzeitig muss Freiburg in dem Spirit kommen, wo die sagen, gut, zu verlieren haben wir nichts. Wir wollen jetzt aber auch uns nicht abschlachten lassen. Ja. Und wir haben halt Glück und gehen hier irgendwie in Führung und Union fängt an, Schiss zu bekommen. So, weil dann Köln plötzlich führt. Das sind ja genau diese Dynamiken. Also ich weiß nicht, wenn ich Buchmacher wäre, würde ich die Chancen auf 70-30 Union beziffern. Aber 30 ist schon noch viel. Also werden es beobachten natürlich. Ja. Leider können wir dich nächste Woche hier nicht zu befragen, weil du im Urlaub bist. Verdient im Urlaub, bitte. Verdient im Urlaub, aber es ist natürlich schon schade. Du wirst die Sache ist, wenn der FC Relegation spielt, kriege ich das erste Relegationsspiel nicht mit. Ganz komische Urlaubsplanung, Bruder, bei dir. Hadi, es ging nicht anders. Aber, also ich werde es schon mitkriegen, aber wahrscheinlich zusammen mit anderen Gästen in diesem Hotel. Vielleicht, der Bundesliga spielt zuerst zu Hause, ne? Ja. Vielleicht ja, gut, lass uns mal den Bären, mal hier den Bären und das Fell und so. Noch nicht erlegen. Kümmern wir uns später um das Fell. Ja. Also du glaubst, reden. Christian Streich ist kein Edin Terzic, was Sportsmanship angeht? Nein. Der will der Gewinn. Du meinst natürlich Mainz 05 gegen Borussia Dortmund. Und man merkt auch, dass wir bei 93 aufgrund unseres Song-Contests nicht die Möglichkeit hatten, darüber zu sprechen, weil ich weiß, was du jetzt sagen wirst. Ich sag vorab, ich bin mir nicht sicher, ob das so Wettbewerbsverzerrung war, wie es dargestellt wurde, weil dieselbe Aufstellung hat gegen Augsburg halt 5-1 gewonnen. Deswegen würde ich hier Terzic nicht ansprechen, sondern eher die Spieler. Ja. Also du hast ja jetzt Terzic adressiert und das kann man machen. Ich habe beim Augsburg-Spiel auch gedacht, Digga, Alter, so was soll das? Aber dann musste ich ganz schnell still sein und dann kann ich ihm nicht eine Woche später dieselbe Aufstellung um die Ohren werfen, sondern da muss man schon die Dortmund-Spieler mit in die Pflicht nehmen. Ich bin da wahrscheinlich auch lockerer drauf, weil es halt verhindert hat, dass die Eintracht
auf dubiose Art und Weise irgendwie deichseln muss, zu Hause vielleicht verlieren zu müssen, damit Dortmund die nicht mehr überholt wegen diesem Champions League Platz. Also ich bin froh, dass diese Diskussion, der ich mich ja sowieso die ganze Zeit entzogen habe, schon mal weg ist. Aber als Köln-Fan wäre ich schon sauer gewesen, weil du denkst halt, wenn du den Spielplan so durchguckst, Mainz spielt noch gegen Dortmund. So, Dortmund, da sind schon einige Baller dabei. Bitteschön. Und dann ist aber das Spiel so schnell so deutlich. Ja, die Sache ist, ich hab's ja gesagt, letzte Woche schon, es war unser siebter richtiger Tipp in Folge. Für mich war es super klar, dass Dortmund gegen Mainz verlieren wird. Erstens ist es halt ein absolut wiederkehrendes Muster beim BVB. Die schenken halt ab. Denen ist es halt komplett egal. Das haben sie ja nicht zum ersten Mal gemacht. Auf der anderen Seite, also ganz ehrlich, natürlich hoffst du drauf, dass so eine Spitzenmannschaft dann gegen einen Abstiegskandidaten halt seinen normalen Fußball spielt. Und diese Mannschaft, du hast es schon gesagt, die auf dem Platz war, die muss immer noch in der Lage sein, gegen Mainz 05 zu bestehen. Ob sie die 5-0 wegfiedeln muss, wie sie es gegen Augsburg oder 5-1, wie sie es gegen Augsburg gemacht hat, das steht auf einem anderen Blatt Papier. Aber die muss schon bestehen. Was da passiert ist, war halt einfach in meinen Augen, ich weiß gar nicht, ob ich jetzt Wettbewerbsverzerrung sagen will, weil am Ende sind wir es natürlich selbst schuld, wenn du dein Schicksal in die Hände von Borussia Dortmund am 33. Spieltag legst, dann hast du eh verloren. Du musst halt vorher die Punkte holen. Und natürlich ist das Argument, gewinnt ihr mal zu Hause gegen Darmstadt, ist ein richtiges. Trotzdem kann ich sagen, dass so ein Auftritt wie vom BVB in den ersten 25 Minuten in Mainz, dass ich das für eine absolute Unverschämtheit halte. Brutale Unverschämtheit. Von den Spielern. Weil du hast halt einfach gesehen, das interessiert sie nicht. Da ist auch niemand irgendwie, hatte irgendwie einen Anspruch oder eine Ambition, dieses Spiel ernst zu nehmen. Sondern die Tore sind ja gefallen, ohne dass der BVB da einen Widerstand geleistet hätte. Es war ja völlig egal. Und das finde ich dann für eine Bundesligamannschaft in einem Wettbewerb, wo es halt für alle um was geht, finde ich das, unabhängig von uns, finde ich es ein unmögliches Auftreten. Und da bleibe ich auch bei. Ich fand's eine richtige Unverschämtheit von den Spielern. Und ja, du hast recht. Vielleicht hat Terzic das nicht so gemeint. Auf der anderen Seite, wenn die Spieler so auftreten, dann ist ja irgendwas, oder dann hat er ja auf jeden Fall eine Aufstellung gewählt, wo er vielleicht nicht das glücklichste Händchen bewiesen hat, weil das war ja, also das war Scheißdreck, muss man ehrlich sagen. Selbe Mannschaft hat eine Woche vorher Augsburg 5-1 weggehauen. Also. Ja, vielleicht war überhaupt keine Spannung mehr drin, weil, weiß ich nicht, keine Ahnung. Ja, ich finde auch die Art und Weise schon blöd, weil dann musst du dir das automatisch anhören. Ja, aber am Ende hast du schon gesagt. Ich habe halt, was ich auch gemerkt habe, also ist mir gar nicht so bewusst gewesen, dass der FC ja ähnlich wie die Eintracht gar nicht so in diesem Niederlagengefängnis ist, sondern auch in einem Unentschieden-Gefängnis. Ja. Ihr habt auch 12-mal unentschieden gespielt. Das ist ja das Riesenproblem. Das heißt, ihr habt gar nicht so oft verloren. Ja, wir haben natürlich schon oft genug verloren. Aber jetzt im Vergleich zu den anderen, die da unten rumgurken, gar nicht als allerschlechtester. Also, du hast schon gesagt, das ist eine merkwürdige Saison, das passt dazu. Und ja, dann kann es jetzt halt auch noch mal eine Woche merkwürdig bleiben. Ich hoffe. Gut. Glückwunsch an euch auf jeden Fall zum Erreichen des europäischen Wettbewerbs. Das können wir auch noch sagen. Die Eintracht spielt nächstes Jahr wieder international. Safe. Ist doch gut. Ich nehme die Glückwünsche nicht an. Ich guck mal, was Hardy dazu sagt. Ich weiß nicht, was ich zu den Glückwünschen sagen soll. Ja, danke. Man sollte Glückwünsche jeglicher Art, finde ich, sollte man annehmen. Danke.
Es ist, ich sag's immer noch, ich bin froh, deswegen sehne ich mich auch so sehr auf den Samstag, dass dieses Ding bald rum ist, die Saison bald rum ist, wir danach auf den Welchestag gehen können und uns ordentlich einen reinzwirbeln können. Vorbei. Eine sehr anstrengende Saison, sehr anstrengende Spiele, wirklich, dass man Kopfschmerzen gekriegt hat, dass Tage dadurch ruiniert wurden. Ich weiß zu Recht nicht so genau, was ich, worauf ich mich freuen soll. Soll ich mich freuen auf die, auf den sicheren Europa-Platz, den man für die nächste Saison hat? Oder soll ich mich darauf freuen, dass man jetzt am letzten Spieltag die Möglichkeit hat, tatsächlich in die Euroleague fest einzuziehen? Sogar tatsächlich, wenn Dortmund die Champions League gewinnt, was ich nicht glaube, realistisch gesehen, dass man auf die Champions League möglich. Keine Ahnung, es ist nicht so, dass man die ganze Saison verfolgt hat und gesagt hat, oh krass, wir haben es verdient. Am Ende des Tages gibt es, glaube ich, ein Sprichwort, eine Weisheit. Die Tabelle lügt nicht. Du stehst dort, wo du am Ende der Saison stehen musst und stehen sollst. Und wenn wir am Ende Sechster sind, dann ist das so und dann freuen wir uns. Viel lieber hätte ich natürlich gern die Europa League statt die Conference League. Und ja. Also ich bin immer noch sauer, ehrlich gesagt, weil ich nicht auf die gesamte kann. Saison oder. Nee, auch auf das jetzt, was da in Gladbach passiert ist, so. Okay. Die letzten 10 Minuten. Also, du hast ja die Möglichkeit, das dicht zu machen. So. Du weißt, ja, das dass, Hoffenheim in Darmstadt spielt, of all people. Und du kannst es halt safe machen. Und am Ende sehe ich auf Social Media überall, ja, Eintracht International, bla, bla. Ich denke mir so, Leute, alle, ihr müsstet abgefuckt sein. Weil die Nummer ist safe noch nicht durch. Ja, und dann am nächsten Tag passiert es ja. Hoffenheim macht 6 Dinger da. Und ehrlich gesagt, und so warum hört Hoffenheim auf in der 51. Minute? Ja, ehrlich gesagt war ich froh, Alter. Jo, aber ja. die können da 12-0 gewinnen. Eine Schande, was die da, das ist auch etwas, ich will mich gar nicht darüber aufregen, aber ohne Scheiß, das so etwas, was Dortmund und Darmstadt, was soll das? Vor allem, wie Basti auch sagt, die eigenen Leute im eigenen Kreis, Eintracht-Fans, die haben gejubelt, selbst die Mannschaft hat dort gefeiert. Und das habe ich nicht verstanden. Ich habe es wirklich nicht verstanden. Weil du musst dich eigentlich ärgern. Du musst sagen, fuck, du musst eigentlich betreten da stehen und denken, ey, Gladbach war an dem Tag so schlecht und du warst dominant genug. Wenn du ein bisschen mal nach vorne gegangen wärst, hättest du diese Nummer endlich einfach safe machen können. So, dann bist du Sechster, dann kannst du dir mit Popcorn das Champions-League-Finale anschauen, weißt aber, wie spielen nächstes Jahr Europa League. Und natürlich ist die Wahrscheinlichkeit nicht klein, dass das noch passiert. Aber dass du dich am letzten Spieltag in die Situation bringst, nachdem du die ganzen Möglichkeiten hattest, du hast Heimspiele hintereinander gegen Bremen gehabt, gegen Union gehabt, von den ersten 4 Spielen der Rückrunde will ich gar nicht mehr anfangen. Du hast so viele Möglichkeiten gehabt und in Gladbach war es wirklich, sorry, ich weiß nicht, was die Eintracht mittlerweile für Ansprüche an sich selber hat, aber du musst dieses Spiel gewinnen an dem Tag. Da war kein Gladbach-Spirit, weil jetzt irgendwie 2 verdiente Spieler mit Hermann und Janschke verabschiedet wurden, wo du sagen kannst, gut, da hat sich nochmal irgendwie im Borussia-Park was verselbstständigt, da bist du ein bisschen irgendwie in Schwierigkeiten geraten. Nein. Die Eintracht hat die ganze Zeit die Möglichkeit gehabt, dieses Spiel ein bisschen dominanter zu gestalten, die macht's nicht. Und ehrlich gesagt, natürlich kann das ab und zu an den Spielern liegen, aber ich hab mittlerweile das Gefühl, nachdem ich jetzt auch schon 33 Spieltage habe, die ich bewerten kann, dass das so gewollt ist, diese Kontrolle die ganze Zeit. Und ja, gehen wir mal auf Nummer sicher, dann sind die mit einem Ohr in Freiburg und müssen hoffen, dass Heidenheim da durchhält. So, und jetzt musst du halt hoffen, dass der FC Bayern nicht ähnlich wie Mainz und Darmstadt vorgeht und da, keine Ahnung, im ganzen Wust dieser Trainersuche vielleicht die Mannschaft auch ein bisschen, keine Ahnung, vielleicht ein Auge schon Richtung nächste Saison hat, was macht meine Zukunft, wer wird hier Trainer, eine EM ist auch noch vor der Tür. Dass die eventuell nicht mit 1000% da in Hoffenheim spielen, die befreit aufspielen können, dann gucken wir mal, was die Eintracht so macht. Und dass du als Eintracht Frankfurt zu Hause gegen RB Leipzig verlieren kannst, ist auch im Bereich des Möglichen. Mhm. Das heißt, du hast einfach dieses Tor wieder aufgemacht, dass du doch in der Conference League landest, nach dieser Saison in dieser Bundesliga. Und ehrlich gesagt, das wäre ein Drama. Und da will ich das wäre jetzt hören. Definitiv ein Drama, ja. Ich will von niemandem hören, Eintracht Frankfurt international, weil die Eintracht in dieser Saison mit dem Cash, was die eingesetzt haben, mit dieser schlechten Bundesliga, will ich niemanden hören, der die Conference League feiert. Natürlich freue ich mich nächstes Jahr dann auch, egal wo wir hinfahren und bin dabei. Trotzdem, Leute, das geht nicht. Das ist unseriös. Tut mir leid. Das ist unseriös, weil du hast es noch nicht sicher. Und natürlich, ich weiß auch,
dass Friedhelm Funkel wahrscheinlich nicht das DFB-Pokalfinale gewinnen wird. Trotzdem ist das im Bereich des Möglichen. Da habe ich kein Verständnis, dass die Eintracht in Gladbach diesen Deckel nicht drauf macht. Also ich verstehe es immer noch nicht. Ich verstehe es nicht, warum die das nicht machen und warum danach der Trainer sagt, ja, wir sind sehr fröhlich. Ich halte das nicht mehr aus. Sehr fröhlich, hat er gesagt? Ja, er hat gesagt, wir sind sehr froh oder fröhlich oder was weiß ich was. Okay. Das darf keine Aussage nach diesem 1-1 in Gladbach sein, nachdem du einfach dich wieder in Schwierigkeiten gebracht hast. Und mich fuckt's langsam ab. Weil guck mal, die ganze Saison zweifle ich an mir selber, weil ich in dieser Ambivalenz gefangen bin. Was ist mit dieser Saison? Ich weiß es nicht. Die spielen ständig unentschieden, dann hatten die auch keinen Stürmer und all diese Themen haben wir hier ja begleitet. Ja. Aber was ich langsam nicht mehr aushalte, ist die Kommunikation. Weil ich habe das Gefühl wirklich, dass ich verrückt werde. Ich habe wirklich das Gefühl, ich werde verrückt. Und ich habe das Gefühl, vielleicht sollte ich mich untersuchen lassen. Vielleicht habe ich eine manische Depression entwickelt und kann nichts mehr gut finden. So kann ja sein. Immer, man muss ja immer bei sich selber erstmal anfangen und dann gucken. Aber ich weiß nicht. Ich glaube, dass ich hier auch von Eintracht gegaslightet werde, ehrlich gesagt. Wirklich. So, dass er sich da hinstellt, ja, wir sind alle froh, und dann hüpfen die da rum. Die Eintracht International. Und ich denke mir so, okay, habe ich mich verrechnet? Stimmt, weißt du, was ich meine? So, ja. Also ich finde es auch respektlos Kaiserslautern gegenüber, so ein bisschen. So zu tun, ja gut, das ist ja sicher jetzt Euroleague. Mhm. Ja, ich weiß, was du meinst. So, das kannst du machen, intern sozusagen. Ja gut, wir planen jetzt mit der Euroleague, weil die Wahrscheinlichkeit schon sehr groß ist. Das ist alles seriös. Aber diese Kommunikation von dem Trainer danach, das hat mich irritiert. Dann war ich irgendwie 2 Tage mit mir selber beschäftigt, um das einzuordnen, dass das nicht durch meine eigenen Launen beeinflusst ist, meine Bewertung. Und ich bin immer noch heute am Donnerstag sauer. Also es tut mir leid, ich verstehe es nicht. Ich verstehe es wirklich nicht, wie die Eintracht in dieser Saison nicht öfters mal auch kommunikativ selber ein Interview ausrasten kann. So, die Eintracht hat es tatsächlich geschafft, nicht gegen den 1. FC Köln zu gewinnen. Diese ganzen Punkte, die liegen lassen wurden. So. Die ganzen Punkte, die liegen lassen wurden. Und jetzt hast du dich in eine Situation gebracht, wo du zu Hause gegen Leipzig einen Punkt holen musst. Das kann auch klappen, aber das ist völlig unnötig, dass es nochmal dazu kommt. Ja, hast du vollkommen recht. Springe ich dir auch an die Seite, 100%. Aber ich glaube tatsächlich, dass dieses Spiel, weil ich glaube, in der Saison hatten wir bis jetzt 2 Spiele, die von irgendeiner Thematik begleitet worden sind. Das war, glaube ich, einmal da der Geburtstag von der Eintracht und einmal da vom Hölzenbein. In diesen Spielen hat es auf jeden Fall, ja, ich will vorsichtig ausdrücken, geknallt und da war da auch die Leistung okay und es hat auch Spaß gemacht. Und ich glaube jetzt durch den Abschied von Rode und Hasebe und dass RB den 4. Platz safe hat, glaube ich tatsächlich, dass dieses Spiel relativ schnell auf unsere Seite kippen wird, weil ich gehe stark davon aus, dass Leipzig da auch tatsächlich mit einer B-Mannschaft aufläuft. Also da wird wahrscheinlich der Lenz, der von uns vor der Saison dahin gegangen ist, wird da, glaube ich, 90 Minuten spielen. Und der hat 6 Ligaspiele gemacht. Und ich glaube auch tatsächlich, dass, du sagst es, ein Punkt reicht. Aber nichtsdestotrotz hast du zu 100% recht, dass es hätte halt ein lockerer Samstagmittag-Kick werden können. Für Rode und Hasebe hätten beide in der Startelf stehen können oder was weiß ich. Aber dass du jetzt wirklich in diese Situation gekommen bist, stell dir vor, Hoffenheim geht nach 10 Minuten in Führung und wir liegen auf einfach 1-0 zurück. Und dann ist da die Kacke am Dampfen. Ich glaube auch nicht, dass irgendjemand Europacup singt, wenn die Conference League drin ist. Also ich glaube, dass das schon weit mehr als 80% der Leute, die sich für die Eintracht interessieren, genauso sehen wie du. Und vor allen Dingen wirst du es ja gar nicht wissen zu dem Zeitpunkt. Boah, Bruder, hast du mich verunsichert. Jetzt. Du weißt es doch gar nicht. Wenn die Eintracht jetzt 7. wird, dann weißt du ja gar nicht, was findet. Dann musst du halt Pokalfinale gucken. Und natürlich ist die Wahrscheinlichkeit 99%, dass Leverkusen das macht, weil die ja wirklich wie ein UFO in diese Saison gelandet sind. Ich will aber nicht das ganze Jahr auf einem Stuhl sitzen und dann am letzten Tag den Stuhl wechseln. Ja, so, also das ist fahrlässig, dass die Eintracht immer noch Platz. Ich bleib dabei, so. Und seit dem 16. Spieltag sind wir auf Platz 6. Ehrlich gesagt, will ich auch das Pokalfinale gucken und nicht auf Leverkusen hoffen müssen. So, ich hasse Kaiserslautern, aber trotzdem will ich, dass sie das Pokalfinale gewinnen. So, ja, ich will auch, dass heute Abend Bergamo Leverkusen schlägt. Will ich auch. Ja. Keine Ahnung, am Ende es wird wahrscheinlich in anderen Formaten dann noch längere Analysen davon geben, aber mich nervt das, weil das so eine, ja, wie gesagt, so diese Huschi-Buschi-Kommunikation, so, ey Leute, ihr müsst abgefuckt sein, dass ihr
dieses Gladbach nicht besiegt habt und einfach euch selber in die Schwierigkeit gebracht habt. Und ich habe das Gefühl, die wissen gar nicht, dass das eine Schwierigkeit ist. So. Ja, es kann ja sein, dass da die Innenwahrnehmung eine ganz andere ist, dass sie halt immer noch sagen, es ist immer noch eine erfolgreiche Saison. Es ist ja tabellarisch auch, ja, aber so, aber die Möglichkeit wäre ja, also, da hätte es nicht viel gebraucht. So, ich weiß nicht, ob die nicht sehen, dass da auch viel mehr drin gewesen wäre. So, das ist so das Gefühl, ja, was, das wird aus dieser Saison halt zurückbleiben, meine Güte. So, das ist ja auch okay. Aber wenn du dann schon in der Situation bist, wo jeder sagt, okay, es wird nicht emotionaler diese Saison, aber ey, Platz 6 ist trotzdem noch drin und das würde Euroleague bedeuten, dann macht's bitte sicher. So, dann können alle durchatmen und dann legt sich vielleicht auch so eine gewisse Wut. Aber dann hast du kurz vor Schluss, wo jeder schon irgendwie denkt, boah, hoffentlich ist es irgendwie bald die Saison vorbei. Ja, zumindest mich haben die wieder wütend gemacht. So, weil so getan wird, als wäre das ein okayes Ergebnis, 1-1 bei diesem Gladbach zu spielen. Das ist es nicht, wenn du diese Ambitionen wie Eintracht Frankfurt hast. Gladbach ist 17. in der Rückrundentabelle gewesen. Wahnsinn. So, also wirklich. Ja. Ich hab doch hier keine zu hohen Ansprüche, dass ich sage, wir können die Eintracht nicht Vierter werden. Nein, 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 nein. Aber wenn ich doch die Chance habe, durch all diese Umstände die Euroleague klar zu machen, was wirklich auch für Frankfurt viel bedeutet, das wissen alle. Und ich muss dazu in Gladbach gewinnen und habe so ein Spiel, dann mache ich es auch dicht und schieb mir nicht 5 Minuten vor Schluss den Ball hinten hin und her, weil ich weiß, bei den anderen steht es auch 1-1. Keine Ahnung. Das hat mich geärgert und ja, wird Samstag verflogen sein, weil Hadi hat schon gesagt, es wird ein schönes sommerliches Spiel. Man kann mit T-Shirt ins Stadion gehen, danach kann man auf den Welchestag gehen, danach ist noch eine Party vom Bosca. Also von daher freue ich mich trotzdem und hoffe, dass es dann halt geregelt wird. Und wenn das geregelt wird, man aber trotzdem nicht so tut, als wäre alles in Ordnung, sondern dass da schon nochmal harte Analysen stattfinden müssen. Alleine, um die Fans zu beruhigen. Alleine, um zu sagen, ja, boah, das war die Saison, war hier, das, also, dass ich einfach das Gefühl habe, die sehen das. So. Und der Trainer auch. Der sich nicht dahinsetzt und wie vom Teleprompter abliest, für Seppel, für Hase, für Eintracht, bla, wo ich mir denke, boah, Digga, geh nochmal raus. Für Seppel, für Hase, für uns. Ja. So, boah, Leute. Also, da hab ich das Gefühl, der arbeitet beim Martin Kelter Verlag. Hart, so. Hart, wirklich hart. Aber gut, ich habe jetzt kurz Frust rausgelassen, das heißt nicht, das sage ich immer wieder dazu, Disclaimer bei allen Aussagen, die ich über den Eintracht treffe, das heißt nicht, dass ich nicht die positiven Dinge, die diese Saison hervorgebracht hat und die letzten Wochen gerade, nicht auch sehe, weil dieses Tor ist schon monstermäßig rausgespielt von unserem neuen Mittelstürmer und wir haben endlich einen. Herzlichen Glückwunsch. Weil, gehört auch dazu, die ganze Zeit die Leute mich ausgelacht haben, hey, Mamouche ist doch ein Stürmer, Mamouche, haben wir doch jetzt einen Stürmer, haben wir doch, nein. Mamouche zeigt doch gerade, dass er kein Mittelstürmer ist. Wie viele Saisontore hat er schon seit 100 Jahren? 11 Saisontore. So, das ist ganz normaler zweiter Stürmer. War er die ganze Zeit. Und hat sich jetzt auch bestätigt, dass er nicht unfassbar viele Tore schießen wird. Aber ist auch okay. So, das ist halt auch ein Teil der Saison. Es sind schon viele merkwürdige Sachen passiert in dieser Saison bei Eintracht. Es ist okay, wenn er nächste Saison 11 Tore schießt, aber wenn der Hauptstürmer seine 20 Buden macht, dann ist es ja, ist doch, genau. Ja, eben, aber wer ja was anderes von Mamouche erwartet, hat's auch nicht alle. Ja. So. Gut, aber deswegen, wer weiß, man muss wahrscheinlich im Sommer weg und ja, gucken wir mal. Es bleibt gut spannend. Also, dann haben wir tatsächlich ja überall Spannung und ich würde sagen, dann lasst uns mal das nächste Wochenende tippen, weil wir haben natürlich für euch da eine ganze Menge im Rucksack. Wie immer auch der Hinweis, wenn ihr weiterführende Statistiken wollt, wenn ihr euch ein bisschen informieren wollt, wie sieht's aus mit den Direktvergleichen, beziehungsweise wie sieht's mit Quoten aus, dann empfehlen wir euch wettfreunde.net. Klickt dort drauf und schaut euch ein wenig um. Sehr, sehr viel Content, sowohl auf der Homepage als auch auf dem YouTube-Kanal, wo ihr auf jeden Fall die Glocke aktivieren solltet. Und damit würde ich sagen, gehen wir in unsere Tipps und wie jede Woche fangen wir mit unserem Tipp der Woche an. Ich habe es eben schon mal angedeutet. 7 Scheine in Folge, Basti. Tatsächlich sehr, sehr stabil, wie wir hier in den letzten Wochen getippt haben. Wir haben geliefert, auf jeden Fall. Auf jeden Fall.
Und wir haben uns ein sehr, sehr wichtiges Spiel rausgesucht, Hadi, für den Tipp der Woche. Genau, und zwar haben wir gesagt, dass Wolfsburg zu Hause gewinnt. Gegen Mainz. Wolfsburg gewinnt zu Hause gegen Mainz. Ja. Und kann da auf jeden Fall noch ein bisschen für Trubel sorgen. Aber wie gesagt, alle Hoffnung auf den FC. Nichtsdestotrotz, unser Tipp der Woche lautet, Wolfsburg gewinnt zu Hause gegen Mainz. Und auch die Quote beläuft sich zwischen 3 und 3,30, je nach Anbieter. Aber das könnt ihr ja bei den Brüdern von den Wettfreunden checken. Und wir sind da alle einer Meinung. Das ist ja auch das Gute. Ich glaube, 7-mal in Folge, 7-mal waren wir auch tatsächlich einer Meinung. Und lasst uns die 8 voll machen und für einen Meilenstein der Wettbrötchengeschichte sorgen. Ja, das wird passieren. Ich bin da fest von überzeugt, dass Wolfsburg gegen Mainz gewinnen wird. Allein weil Hasenhüttl die irgendwie ja wachgeküsst hat anscheinend. Irgendwas hat er gefunden, irgendein neues Motoröl hat er dort verwendet und hat die nochmal geschmiert und hat gesagt, so verabschieden wir uns hier nicht aus der Saison. Und ganz ehrlich, ich traue Mainz weiterhin überhaupt nicht über den Weg. Also auch das Spiel gegen Dortmund, das war ja im Prinzip, wie gesagt, das war eine Freakshow vom BVB. Ich glaube wirklich, dass Mainz nicht sonderlich stark ist und dass es alles so ein bisschen Show ist, auch vom Trainer. Dass es alles so ein bisschen Der spielt sich auch nicht mehr so richtig, ne? Ja, ich hab so das Gefühl, die präsentieren sich so, dass sie besser sind, als sie wirklich sind. Dass sie halt sagen, ey, guck mal, wir sind jetzt voll im Kommen und alles ist easy und wir sind richtig gut und wir spielen tollen Fußball und so weiter. Nee, so toll ist das alles gar nicht. Und wie gesagt, ich bin fest davon überzeugt, dass das Wolfsburg gegen Mainz gewinnen wird. Und dann kommt's tatsächlich auf Union gegen Freiburg an und natürlich für uns ebenfalls, klar. Aber wenn ich drauf setzen muss, dann gewinnt Wolfsburg gegen Mainz. Also ich bin da sehr, sehr sicher. Wie sieht's bei dir aus, Bassi? Ja, ich bin da bei euch, was diese letzte Spieltagnummer betrifft. Ich sehe, dass Hasenhüttl einigermaßen auf Spannung ist. Der kann sich jetzt auch noch nicht erlauben zu sagen, ja gut, jetzt chillen wir wieder, weil dafür ist er noch nicht lange genug da. Ja. Und für Wolfsburg ist es halt easy. So, für Mainz kann es ja tatsächlich auch noch um was gehen. Und ich weiß nicht, ob es eine dankbare Aufgabe ist, dann in Wolfsburg zu spielen, für die es um nichts mehr geht, die trotzdem Qualität haben. Also ja. Ich zweifle hier gar nicht so sehr an Mainz, sondern ich denke einfach, dass Wolfsburg hier einfach eine ganz lockere Situation hat. Und wenn die noch einen Funken Restehre in sich haben, dann verabschieden sie sich halt auch von ihrem Publikum, was auch keine Ehre hat. Also, fällt mir immer trotzdem weiterhin schwer, auf Wolfsburg zu tippen, aber ich fand die Quote, ehrlich gesagt, hier das Interessantste. Ja, also 3 ist schon... Ich finde das sehr, sehr optimistisch. Zumal, ganz ehrlich, es kann ja für Mainz auch schnell erledigt sein, dass die nochmal unten reinrutschen. Also, ja. Es ist ja gar nicht gesagt, dass Mainz da komplett auf Spannung die ganze Zeit spielen muss. Also von daher... Meine Güte, schauen wir mal. Unser Tipp ist auf jeden Fall, Wolfsburg gewinnt gegen Mainz am 34. Spieltag und damit kommen wir zu einem, so viel kann ich jetzt schon verraten, sehr, sehr entspannten Tagesgericht. Unser Gastkoch hat nämlich letzte Woche den Klassenerhalt fix gemacht und freut sich, dass es eigentlich im letzten Spiel für ihn um nichts mehr geht, hat aber dennoch niederrheinische Spezialitätenküche mitgebracht und wir hören rein. Hallo liebe Wettigel, hallo Axel. Oh, das ist ein bisschen dumpf, aber das kriegen wir hin. Hier ist der Frank, das steuerliche Gewissen von 93. Axel hat mich gebeten, kurz einen Tipp zum letzten Spieltag abzugeben. Als Fan von Borussia Mönchengladbach bin ich froh, dass diese Saison endlich vorbei ist. Zum Glück ohne Abstieg. Mönchengladbach war immer total unkonstant. Worauf man sich aber verlassen konnte, waren die vielen Tore, die in Spielen mit Mönchengladbach gefallen sind.
Daher ist mein Tipp für Samstag im Spiel gegen den VfB über 4,5 Tore. Für wen auch immer. So, das war mein Tipp. Und zum Schluss, Axel, viel Glück für den FC. Ich will das Derby behalten. Ja, vielen Dank, mein Lieber. Da sind wir gespannt. Über 4,5 Tore. Die Sache ist, ich gehe da komplett mit. Weil Gladbach hat den Druck raus. Stuttgart spielt eh eine Saison jenseits von Gut und Böse. Da wird's noch mal rappeln. Ja, ich denke auch. Ich habe hier die ganze Zeit, wenn wir über Spiele nachdenken, habe ich immer Sonne im Kopf. Und immer diese Sondersituation, weil es gibt ja nicht viele sonnige Spiele aufgrund des Terminplans von der Bundesliga. Das sind immer Freak-Sachen so. Ich kann mir auch vorstellen, dass das irgendwie, keine Ahnung, 7-4 ausgeht. Ja, oder irgendwie sowas, weil es genau. Am Ende völlig wurscht ist. Ja, auf jeden Fall ein guter Tipp. Hervorragend. Vielen, vielen Dank und beste Grüße an den Niederrhein. Und ja, du bist da nicht allein. Ich will das Derby auch weiter behalten. Wir schauen, was bei rumkommt, mein Lieber. Thank you very much. Und damit von einem nee, sage ich jetzt nicht. Ich spare mir die Überleitung. Wir kommen zu unserem Straßenschein. Iowa. Morgens halb 10 in Deutschland. Hör mal zu, Pitschkati Materina. Ich habe Megaschein. Wenn du tippst, wie ich dir sage, kannst du direkt kaufen GTI oder Golf 5. Top-Quote. Fünferquote auf Schalke gegen Hannover, 7er Handicap auf Köln und 3er auf Frankfurt. Pitschkati Materina, mache wie ich sage. Freund von mir wohnt in Frankfurt, Bahnhofviertel, immer Geld in Tasche. 069, also mach hin, Pitschko Jedna. Yo. Was hast du dabei? Da sind wir. Ich wäre nicht Hardy Bogart, wenn ich am letzten Spieltag nicht Mario Götze den Siegtreffer für die Eintracht gegen Leipzig, wenn ich ihm das nicht zutraue, wenn ich an eins glaube, dann ist es an die spielerische Leistung von Mario Götze. Und ich glaube dran, dass Mario Götze am Samstag mit einem Tor den Sieg ermöglicht. Quote beläuft sich zwischen 10 und 10,50. Das könnt ihr auch, wie vorhin schon erwähnt, bei den Brüdern von den Wettfreunden.net könnt ihr das checken. Und lasst uns Leipzig aus dem Stadion, die ja Geburtstag feiern, habe ich ja gehört. Alle die in Leipziger Weiß. Feiern. Alle in Weiß und alle nach Frankfurt und alle von mir aus gerne danach in den Wäldchestag. 15 Jahre Leipzig in Weiß. Das wird auch auf jeden Fall lustig. Ja, wir laden euch herzlich ein. Kommt mit auf den Welchestag. Was ist das denn, wenn ich mal blöd fragen darf? Ist es ein Stadtfest oder was ist das? So, ja. So okay. Das ist so wie in Stuttgart die Cannstatt da. Ach so, okay. Gut, schon ein bisschen kleiner. Ja, natürlich. Aber so von der Bedeutung her. So, es gibt in Frankfurt gibt's die Dippemess, dann gibt's den Wäldchestag. Die Dippemess ist in den letzten Jahren leider Gottes etwas, was so in die jüngere Generation von der jüngeren Generation so in die Hand genommen wurde. Aber der Wäldchestag ist ein Muss für jeden Frankfurter, seitdem es den Wäldchestag gibt, und eigentlich auch ein Muss immer am letzten oder am am letzten Spieltag immer, ob man von einem Heimspiel aus dem Stadion läuft oder wenn man auswärts aus dem Stadion läuft, ist immer welches Tag gewesen und deswegen ist das ein Muss. Und wie Basti vorhin auch angepeilt hat, Boska feiert eine Party, checkt ab, wo die ist, da feiern wir dann nochmal den Straßenschein. Und ja. Alles klar. Dann warum nicht? Beste Grüße an der Stelle, bitte ausrichten. Gut, dann haben wir das auch. Mario Götze schießt ein Tor und die Eintracht gewinnt und verdirbt Rasenballsport Leipzig und deren mannigfaltiger Anhängerschaft das Jubiläum. Wenn Tränen das weiße T-Shirt treffen. Wir sind gespannt. Wet T-Shirt Contest. Ja. Schauen wir mal. Gut. Und damit würde ich sagen, machen wir die Sendung und dann auch die Saison rund mit euch, liebe Hörer, denn auch ihr habt diese Woche natürlich wieder einen Tipp abgegeben. Man muss parteiisch sein und nicht hier einfach sagen. Und deswegen mache ich jetzt hier diesen Tisch mal kaputt, ja? Damit du mal... Wir haben 100 Leute gefragt.
geil sein. Alles okay? Basti, wir haben eine Verabschiedung, die die Hörer vorgenommen haben. Ja, ich würde sagen, nicht nur die Hörer, sondern auch wir verabschieden einen spektakulär aufspielenden Verein aus Darmstadt, der die Bundesliga wunderbar bereichert hat diese Saison. Und wir haben gedacht, wir lassen den Hörern nochmal eine letzte Möglichkeit, um ein Spiel mit Beteiligung von Darmstadt 98 zu tippen. Ja. In Dortmund. Mein Tipp ist, Darmstadt gewinnt da. Ja, würde auf jeden Fall zu dieser Bundesliga-Saison passen. 27% sehen das tatsächlich ähnlich, können aber nichts ausrichten gegen die 67% der Leute, die hier zuhören, die rational an die Sache rangehen. Und ja, Dortmund beim Einspielen fürs Champions-League-Finale zuschauen, was ja für die Eintracht dann noch Auswirkungen haben könnte. Ich weiß tatsächlich, dass ich, und es hat nichts mit euch zu tun, glaubt mir, dass ich am 1.6. abends das überhaupt nicht gucken werde, weil ich bin nämlich auf einer Hochzeit und überhaupt nichts damit zu tun haben werde. Ich bin komplett raus aus dem Champions League Finale. Ich werde wahrscheinlich sogar mein Telefon gar nicht mitnehmen, damit ich gar nicht in Versuchung komme, irgendwas zu gucken. So. Gut, also, das war der Hörertipp. Ich habe auch noch einen mitgebracht und ich habe es eben schon angedeutet und werde das jetzt nochmal fix machen. Union gewinnt zu Hause gegen Freiburg. Ich bin mir super, super sicher, dass das passieren wird. Und ist natürlich viel Bauch dabei, aber ich kann mir nicht vorstellen, dass Union nochmal so auftritt, wie sie jetzt letzten Samstag bei uns aufgetreten sind. Deswegen glaube ich, dass die Freiburg relativ deutlich und relativ schnell schlagen werden und dass es hier nicht knapp wird. Das heißt, mein Tipp ist, Union gewinnt gegen Freiburg. Hadi, was hast du uns mitgebracht für deinen Vierköpfe-Tipp? Ich sag, ja, die einen, man kann jetzt auch sagen, ich mache es mir einfach, aber ich sag, die Bayern gewinnen in Hoffenheim. Okay. Auch eine gute Quote, so bleibt Hoffenheim uns fern, so bleibt uns einiges erspart, Kopfschmerzen und vor allem die Bayern, der Bruder Max hat es ja gesagt, er meinte, es geht ja noch am Ende des Tages um irgendwas bei den Bayern, nämlich um die Teilnahme am Supercup. Und ich denke, dass die Bayern das auf jeden Fall in Hoffenheim machen. Die wollen dem Tuchel dafür. Ich spreche hier der Eintracht und Hardy Bogart und sage, Leute, darauf sollte man sich nicht verlassen. Ich tippe dagegen. Ich sage, Hoffenheim gewinnt dieses Spiel, weil ich nicht sehe, warum das nicht passieren sollte. So, Bayern, nochmal, für die geht's um gar nichts. Da sind sehr, sehr viele Unruhen drin. Es kommen immer mehr Sachen raus. Glasner wollten die haben. Dann hat Markus Söder sich dazu geäußert, warum das mit Rangnick nicht geklappt hat. Uli Hoeneß und Rummenigge wollen nicht, dass Tuchel bleibt, obwohl die Mannschaft und vielleicht andere Teile des Vereins es wollen. Dann ist der EM-Kader bekannt gegeben worden, übrigens auf überragende Art und Weise, liebe Grüße. Und da ist so viel los und die Bayern hatten diese Saison so viele von diesen Spielen drin, wo wenn Hoffenheim da ein bisschen all the way geht, das locker passieren kann, dass Hoffenheim dieses Spiel gewinnt. Ich warne alle Leute davor, das auf die leichte Schulter zu nehmen und zu denken, ja, die Bayern werden das schon regeln. Bin ich skeptisch auf jeden Fall und mein Geld liegt hier auf Hoffenheim. Natürlich, wie bei dir, Axel, ein bisschen Wettlabor ist schon dabei, ne? Genau. Ja. Habt ihr gut gemacht. Ein bisschen Wettlabor, bravo, ist auch erlaubt. Ja. Habt ihr gut gemacht. Ja, super. Bravo. Wer weiß, wo es nächste Saison für den FC Augsburg geht. Aber niemand weiß das. Nächstes Jahr schaffen wir das. Das müssen wir uns aufschreiben. Wann geht die Bundesliga wieder los? Ich glaube in der zweiten Augustwoche. Warte. Bundesliga 24/25 ist es, ne? Am 18. August.
hier steht drei, im Rahmenterminkalender steht 23. 23. bis 25. Ja, 23. August, genau. Okay, welches Datum ist der Mittwoch davor, dann der 21.8.? Müsste so sein, ja. So, ich schreibe es jetzt auf. Wettbrötchen. Start. Augsburg. Burg Ban. Ja. So. Ich finde, man sollte dann noch irgendwie intern sagen, wer es als erstes erwähnt, zahlt das nächste Essen. Ja, die Strafen müssen höher sein. Wir schneiden es dann raus. Wir probieren es mal. Ich gebe euch keine drei Spieltage. Wir probieren es mal. Ja, ich meine, beim letzten Mal hat es auch 25 Minuten gehalten. Ja, aber ich schreibe es doch auf und dann müssen wir halt mal gucken. Okay. Müssen wir die Zügel enger schneiden. Sagen, gut, wer Augsburg sagt, das wird geschnitten und der fliegt dann in dem Moment aus der Sendung raus. Okay. Irgendwann laufen halt die letzten 20 Minuten einfach so. Könnten wir, dann sind wir offizielle Augsburg-Leugner. Ja, wir müssen es mal probieren, ob das Auswirkungen hat. Ich habe schon das Gefühl, dass wir unseren Anteil daran haben, dass die einfach noch bestimmt irgendeine Querdenkergruppe geben, die uns dann Tipps geben kann, wenn man Augsburg leugnet. Es gibt Augsburg nicht. Ja. Schauen wir mal. Gut, liebe Freunde, das war die Bundesliga-Saison mit dem Wettbrötchen. Nächste Woche werden Basti und Hadi wahrscheinlich über die Relegation sprechen, gehe ich stark von aus, und über die anstehenden europäischen Finals. Ich werde dann im Urlaub sein. Wir hören uns also vor dem Champions League Finale nochmal wieder. Und ich wünsche euch tatsächlich eine gute Zeit und bleibt gesund. Und ja, nächste Saison, beziehungsweise, ach, dann steht doch auch noch Europa, also die UEFA vor der Tür mit der Europameisterschaft. Wir werden also den Sommer gemeinsam verbringen und werden es uns kuschelig machen hier im Wettbrötchen. Bis dahin, madet jut. Tschö. Ciao, ciao. Schwing de Hut. Heide. Madet jut, schwing de Hut. Genau.